Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr dabei seid und der Friede des Herrn sei mit euch. In diesem Video würde ich jetzt gerne über Bibelübersetzungen reden, nämlich über eine bestimmte Sache, nämlich über diese Gender-Gerechtigkeit oder wie man sagt, Gleichberechtigung in Bibelübersetzungen, ja? Weil es gibt nämlich ja, in unserer Zeit gibt es nämlich manche Bibelübersetzungen, die ganz klar in diese Richtung gehen. Ja, einfach, man weiß ja manchmal, manchmal benutzt ja die Bibel solche Ausdrücke wie Brüder, ja, oder der Apostel Paulus sagt ja Brüder, oder? Und daran stören sich natürlich manche, weil in unserer heutigen Zeit, in unserer ja, in unsere liberale, feministische Gesellschaft passt das manchen natürlich gar nicht, ja. Eben, also die Bibel verwendet ja oft die männliche Form, ja. Und eben, das passt ja dann heutzutage eigentlich nicht mehr so gut in dieser Gesellschaft. Und ja, es gab ja, eben in Deutsch gibt es ja diese Übersetzung, die Bibel in gerechte Sprache, ja. Ja, und ich habe mal ein paar Verse durchgesehen und ja, also diese Übersetzung ist ein Witz, ja. Diese Übersetzung ist einfach nur peinlich. Ja, aber eben auf dieses Thema würde ich jetzt hineingehen. Ja, weil es gibt es zum Beispiel Übersetzungen wie zum Beispiel die Basisbibel. Oder zum Beispiel die Zürcher Bibel, die neue, oder halt auch auf Französisch, oder auf Englisch natürlich. Aber da habe ich gesehen, da gibt es jetzt ja, einige moderne Übersetzungen und ja, und die probieren halt so eine Gendersprache, also eine gleichberechtigte Sprache irgendwie zu verwenden, ja. Also, aber jetzt würde ich dann gerne ein paar Beispiele machen. Nämlich aus Römer Kapitel 12, ja. Und da lese ich mal ja, jeweils in verschiedenen Übersetzungen Römer Kapitel 12 einen Teil von Vers 1 vor. Also, die Zürcher Bibel, die von 2007, da steht es nämlich so geschrieben. Ich bitte euch nun, liebe Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes, bringt euer Leib dar als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Dies sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ja, oder jetzt zum Beispiel die Basisbibel. Da steht es nämlich so geschrieben. Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Okay. Ja, und jetzt werden wir zum Beispiel eine andere Übersetzung nehmen, die Luther 21. Lese ich den gleichen Textabschnitt, Kapitel 12. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Oder die CSV, Hückeswagen Elberfelder. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist. Genau. Ja, ich denke, man hat den Unterschied wahrgenommen. Also, eben, die Zürcher hier zum Beispiel und die Basisbibel, die sagen Brüder und Schwestern, ja. Hier auch, ich bitte euch nun, liebe Brüder und Schwestern. Genau. Und, ja, und das ist eigentlich das Problem. Und da gibt es auf Englisch, in Amerika gibt es ja die NASB oder die
NASB, ja, New American Standard Bible. Und diese Bibelübersetzung gilt ja als die wortwörtlichste, die es eigentlich gibt, die es praktisch gibt im englischsprachigen Raum. Ja. Und ja, es ist eben die Übersetzung, die auch MacArthur benutzt oder benutzt hat. Und ja, dann gibt es eben die NASB 95, also 95, und jetzt eine Revision von 2020. Ja. Und jetzt in ihrer Revision schreiben auch sie Brothers und dann in italischer Schrift and Sisters. Ja. Und das ist genau das, was auch hier wir gesehen haben. Liebe Brüder und Schwestern. Okay. Und das ist eigentlich das Problem, das ich in diesen Übersetzungen sehe. Ja. Oder halt auf Französisch, Frère et Sœur. Ja. Also dort genau das Gleiche. Ja, und das ist mein Kritikpunkt. Und genau, und deshalb hat ja auch MacArthur und sein Team vom Master Seminary, deshalb haben sie ja die Legacy Standard Bible gemacht, ja. Also eine wortwörtliche Übersetzung, die diesen ganzen Gender-Quatsch eben nicht mitmacht, okay? Ja, und das ist eben im Griechischen steht ganz klar, ja, bei Römer Kapitel 12, im Griechischen steht ganz klar Brüder, ja, das Wort Brüder und nicht Brüder und Schwestern, ja. Also ihr seht, auf was ich hinaus will. Es ist hier eben der Versuch, ja, zum Beispiel hier bei der Zürcher Bibel oder hier bei der Basisbibel natürlich, das ist natürlich auch einfach eine humanistische Übersetzung, die vor allem den Leser im Visier hat, aber eigentlich nicht den Autor. Ja. Und die sagen jetzt halt eben Brüder und Schwestern. Ja. Genau. Und ich denke, von so etwas, eben solche Bibelübersetzungen würde ich jetzt einfach meiden. Ja, das sage ich ganz klar, solche Übersetzungen würde ich jetzt, würde ich jetzt nicht als Hauptlesebibel nehmen. Also, oder auch zum Predigen oder was ich was. Aber ja, ich denke, das geht einfach in eine falsche Richtung. Ja, weil, ja, es geht ja ganz klar in die Richtung Feminismus, oder? Die feministische Bewegung wird ja sehr zufrieden sein mit das, ja. Aber wir wissen, Bewegungen, eben diese feministische Bewegung oder eben diese ganze Gender-Bewegung, wir wissen, das sind antichristliche Bewegungen, ja. Und wenn wir jetzt noch in der Bibel, in der Heiligen Schrift, wenn man da jetzt noch probiert, da eben gendergerecht zu sein oder dass ja niemand beleidigt wird oder ja, oder niemand ausgeschlossen wird, eben, da denke ich, das geht wirklich in eine falsche Richtung, ja, weil die Bibel spricht ja auch von männlicher Führung, ja. Genau, und jetzt kommen hier diese modernen Übersetzungen wie die Basisbibel und dann überall heißt es dann Brüder und Schwestern, ja, und so eine Bibelübersetzung kann ich eben nicht ernst nehmen, ja. Ich will keine feministischen Bibelübersetzungen, ich denke, das ist, und auch die Gemeinde Christi braucht keine feministischen Bibelübersetzungen, wo man mit Brüder und Schwestern, ja, all diese Gleichberechtigung und Gleichstellung oder was, das ist eigentlich sowieso alles nur Quatsch, ja, oder eben, aber das ist jetzt genau, wie die Gesellschaft tickt, oder? Wenn man heutzutage eine Mail schreibt, dann muss man schreiben, liebe Kollegen oder Kolleginnen, ja. Das ist eigentlich Quatsch. Und diese ganze Gendersprache gehört nicht in der Bibel, ja. Also wenn jetzt der Apostel Paulus damals halt geschrieben hat, Brüder, dann sollte auch das Wort Brüder einfach übersetzt werden. Dann muss man nicht hinzuschreiben Brüder und Schwestern, weil es einfach heute ungerecht erscheint. Oder weil es heute, weil das heutzutage Diskriminierung ist oder was weiß ich, ja. Und da denke ich, ist es sehr wichtig, wenn wir nicht in diese Richtung gehen, ja. Und deshalb, wenn jetzt die Bibelübersetzer so übersetzen, ja, dann
dann kann es auch sein, dass das die Gemeinde in einen Liberalismus bringt, ja. Und da müssen wir einfach schauen, genau, also nicht irgendwie liberal zu werden. Unsere Aufgabe ist es einfach, das Wort Gottes, wir sollen ja das Wort Gottes lesen können, so wie es ist. Und nicht durch irgendeinen Zeitgeist oder ja, was weiß ich für einen Geist irgendwie beeinflussen lassen. Ja. Und da finde ich sehr gut, dass zum Beispiel hier die Luther 21, ja, vom Bonanovelle Verlag, ja, die machen da natürlich nicht mit, die schreiben hier ganz klar Brüder. Und die haben hier auch eine Anmerkung ganz zu Beginn bei der Bibel, also eine Beschreibung. Und da sagen sie nämlich klar und deutlich, also, wenn wir hier mal lesen, ideologische oder durch einen Zeitgeist begründete Veränderungen dagegen lehnen wir ab, ja. Also hier geht es um die Bibelübersetzung. Ja, und das finde ich super bei der Luther 21, ja, dass sie das jetzt so eingeschrieben haben. Und da müssen wir wirklich, also da müssen wir heutzutage wirklich vorsichtig sein, ja. Weil diese ganze Gender-Geschichte und all diese Ideologien, wenn die halt eben Einhalt in der Gemeinde oder wenn die auch in der Gemeinde kommen, dann machen die eben auch die christliche Gemeinde kaputt, ja. Und wenn unsere Übersetzungen in so eine Richtung gehen, dann wird es natürlich auch Auswirkungen auf unser Leben haben. Und genau. Ja, also eben, ich denke, auch eine Warnung, weil es gibt wirklich einige Übersetzungen in mehreren Sprachen und die sagen schon Brüder und Schwester, ja, oder solche, also es gibt ja mehrere Beispiele. Ja, und eben, das geht dann in eine ganz falsche Richtung. Und deshalb, so eine Übersetzung, die so übersetzt, die eine Gendersprache so verwendet, eben, die kann ich niemals ernst nehmen und so eine Übersetzung werde ich auch nie ernst nehmen. Genau, weil da gab es nämlich ja die, ja, eben die Bibel in gerechter Sprache, ja. Und, ja, jetzt muss man mal sehen, wie die übersetzen, ja. Und, ja, wie ich schon gesagt habe, also die wollten natürlich alles, was irgendwie sexistisch sein, wollten sie natürlich da rausnehmen, ja. Aber, ja, jetzt zum Beispiel, wenn ich hier jetzt mal zum Beispiel aus dem Markus-Evangelium vorlese, ja. Da die Bibel in gerechter Sprache übersetzt so: Der Anfang der frohen Botschaft von Jesus, dem Christus, dem Messias und Kind Gottes. Normalerweise geht es ja so: Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Ja, aber die Bibel in gerechter Sprache sagt jetzt Kind Gottes, weil Sohn ist ja männlich und das ist ja. Das ist ja eben, ja, das wäre dann Diskriminierung, ja. Also, und die übersetzen dann, ja, also es ist wirklich ein Blödsinn von einer Übersetzung, diese Bibel in gerechter Sprache, wirklich ein Quatsch. Oder ein anderes Beispiel, im Evangelium nach Johannes, Kapitel 1, sagen sie so, genau, zum Beispiel, wenn wir jetzt Vers 35, am nächsten Tag stand Johannes wieder da und zwei aus der Gruppe seiner Jüngerinnen und Jünger, ja. Also die übersetzen dann wirklich Jüngerinnen und Jünger oder Hirten. Wenn es dann die Hirten sind, dann heißt das Hirten und Hirtinnen, ja. Oder eben am Anfang vom Johannesevangelium sagen sie, am Anfang war die Weisheit und die Weisheit war bei Gott und die Weisheit war wie Gott. Diese war am Anfang bei Gott. Alles ist durch sie entstanden, ja. Und das ist natürlich völliger Blödsinn, aber einfach sie ist halt dann weiblich, oder? Und deshalb werden sie das verwenden, ja. Und das ist eigentlich eine Verfälschung vom Wort Gottes, die Weisheit, das Wort. Am Anfang war das Wort. Ja. Aber das ist nur ein Beispiel, aber da, eben. Und die Bibel in gerechter Sprache, die wurde jetzt verboten. Also sogar die EKD hat die jetzt abgelehnt. Also wirklich eine grottenschlechte Übersetzung, ja. Einfach nur eine peinlich und einfach nur, ja, wirklich ein Schrott, ja. Ja, aber eben, das ist jetzt ein extremer Beispiel, diese Bibel in gerechter Sprache.
Das sind eben diese Ideologien heutzutage, und jetzt haben eben manche Christen das Gefühl, jetzt müssen wir dann mitgehen, oder? Aber wir müssen ganz sauber bleiben, wir müssen das Wort Gottes so nehmen, wie es ist, und nicht irgendwie probieren, irgendeine Gendergerechtigkeit aufzustellen oder was weiß ich was. Ja, und wenn es jetzt im Römerbrief Brüder heißt, dann soll das auch mit Brüder übersetzt werden, dann muss da nicht irgendwie Brüder und Schwestern noch, ja. Das ist ja wichtig, dass die Gemeinde Christi da eben rein bleibt und nicht irgendwie von all diesem weltlichen Schrott sich beeinflussen lässt, weil sonst geht die Gemeinde selber zugrunde, oder? Und ja, eben, das ist ja eben Liberalismus. Wenn man mal anfängt, dann geht alles den Bach runter, und das sehr schnell. Ja? Ja, und von dem her, ja, achtet darauf, wenn ihr eine Bibel kauft. Also, ja, könnt ihr mal sehen. Also, schreiben die jetzt überall Brüder und Schwester hin? Oder, ja, könnt ihr darauf sehen. Und, ja, eben würde ich nicht, solche Bibeln würde ich gar nicht kaufen, wo es jetzt draufsteht, Brüder und Schwester, da. Solch eine Übersetzung würde ich im Grunde gar nicht ernst nehmen, sondern wirklich bibeltreue Übersetzungen, die den griechischen Text so wiedergeben, wie es ist. Und nicht sowas wie die Basisbibel, die im Grunde eine komische Übersetzung ist. Ja. Eben, also wenn mal dieses Feminismus dann in deine Bibelübersetzung reingeht, dann macht es ja dann auch die ganze Gemeinde kaputt, oder? Deshalb dieser feministische Wahnsinn und all diese Ideologien heutzutage, haben eigentlich nichts in einer Bibelübersetzung zu suchen, ja? Sondern das sind einfach, im Grunde genommen sind es einfach teuflische Angriffe, ja, auf die Gemeinde und auf dem Wort Gottes. Und ja, also man sieht jetzt eben zum Beispiel diese Bibel in gerechter Sprache, das ist jetzt wirklich eine Übersetzung, für die sich man einfach nur schämt, ja. Also wirklich, ja. Oder, und so eine Bibel kann man ja nicht mehr gebrauchen, oder? Also das ist jetzt ein extremer Fall jetzt, also, ja, das kann es ja nicht wirklich, die hilft ja niemandem etwas, ja. Genau, und deshalb, ja, also es ist schade, weil eben, es gibt es wirklich, oder auch auf Französisch gab es ja die Nouvelle Edition de Genève, ja. Das waren wirklich konservative Bibelübersetzungen, oder wie in Englisch die New American Standard Bible. Und die neuen revidierten Versionen übersetzen jetzt so mit Brüder und Schwestern und solche Sachen, oder? Sehr, sehr schade. Und ja, und da bin ich überzeugt, eben an solchen Sachen geht eben die christliche Gemeinde runter, oder? Mit solchen Sachen, ja. Wenn man einmal mit dem anfängt, mit diesem Gendersprache in Bibelübersetzungen, ja, dann geht alles. Dann geht dann alles Schritt für Schritt kaputt, oder? Der ganze, ja, vielleicht fängt es harmlos an, aber schlussendlich kann man dann gar nicht mehr gebrauchen, oder? Ja. Genau. Ja, also ich hoffe, dass Sie verstanden haben, was mein Punkt hier ist. Eben. Irgendwelche Kompromisse, irgendwie liberal werden oder irgendwelche Kompromisse mit dem Feminismus hier in Bibelübersetzungen oder so, das hilft überhaupt gar nicht, sondern ganz im Gegenteil, es wird die biblische Gemeinde einfach noch zerstören. Und ja, aber es gibt noch gute Bibeln, zum Beispiel eben die Luther 21 oder auch die Elberfelder oder mehrere oder die Schlachter, die übersetzen wirklich konservativ und auch, wie es sich gehört, mit Brüder, wie es steht und nicht irgendwie Brüder und Schwestern, damit ja niemand beleidigt wird, damit man ja kein Sexist ist, oder? Das ist Blödsinn, ja. Genau. Und eben, zum Beispiel diese Bibel in gerechter Sprache, das haben jetzt viele Gemeinden, haben das einfach oder abgelehnt, gleich wie katholische Reformierten, weil das wirklich nur, also es ist nur noch peinlich, wenn man dann schreibt, Jünger und Jüngerinnen, oder Mann von oder beim Lukas-Evangelium. Zum Beispiel beim Lukas-Evangelium Kapitel 1. Da schon viele Frauen und Männer es unternommen haben, von den Dingen, die sich bei uns zuzutragen haben, eine Erzählung abzufassen. Ja. Einfach nur peinlich, oder? Das ist wirklich nur. Ja.
Ja, diese Übersetzung hätten sie besser sein gelassen, die Bibel in gerechter Sprache. Und da blamiert man sich, oder? Mit sowas blamiert man sich. Also wenn wir jetzt eigentlich Kompromisse machen, irgendwie, auch mit Bibelübersetzungen, so blamieren wir uns nun auch. Also wenn die Übersetzer dann so einen Quatsch übersetzen, dann blamiert man sich nur noch. Genau. Also immer schön, ja, die Augen offen halten und bibeltreu bleiben, konservativ bleiben und nicht liberal, weil ja, eben Gefahren lauern heute überall und sogar in Bibel Übersetzungen.